Willkommen in Massa. Jetzt bin ich nochmal auf diesem Pasquilo-Berg, Mount Belvedere, und fahre jetzt hier nochmal diese geilen Trails. Diesmal ohne die netten italienischen Jungs, bin heute alleine da und werde heute mal den Barella austesten. Dann versuche ich mal unten auf den Fly zu kommen und dann werde ich irgendwo wieder hochfahren und ein paar verschiedene Trails austesten, die da irgendwo ausgeschildert waren. Habe ich da was gesehen, die jetzt hier nicht unbedingt in Trail Forks drinne stehen, aber ich werde das jetzt alles mal in Ruhe checken und dann sehen wir weiter, wo das alles hinführt und wo nicht. Dass wir wieder auf eine Kreuzung kommen. Und dann müsste ich irgendwie auf den Fly drauf. Mal, ob das auch so stimmt. Vielleicht muss ich mit dem da runterfahren. Gucken wir uns das mal an. Dalmine jetzt, hier der untere Teil. Wow. Dann kann ich mit dem Double jetzt hier auch nicht nehmen. Da muss ich mir erstmal angucken. Aber die Landung, das ist ja alles ziemlich marode jetzt hier. Also wie man sieht, der Trail ist kaputt. Da liegt alles drum und drüber. Das heißt, hier werde ich nicht fahren. So, hier ist XC, das ist Cross Country oder so. Der ist hier nicht drauf. Oder ist das der Dalmine? Ich weiß es nicht. Und los geht's. Super. Das ist gar nicht ausgeschildert. Da liegt auch ziemlich viel loses Zeug rum. Oh, da geht's aber auch nicht mehr weiter. Aua. Direkt auf die alten Wunden drauf. So, bin ich wieder hier an dem Häusle. Das heißt, was heißt das? Das heißt noch gar nichts. Ich fahre jetzt erstmal darüber. Das heißt das. Und dann sehen wir weiter. Da war mal ein Sprung. Guck dir das an. Oh, das ist aber, da ist aber nichts mehr vorhanden. Leider. Okay, der sieht witzig aus. Es scheint oder Trail Fork der Fly zu sein. Also gucken wir den mal an. Hier war die kleine Jumpline. Die nehmen wir dann jetzt auch.
weiter an. Dann geht's hier lang. Hier. Das muss ich noch mal sauber fahren. Okay. Links, rechts. Fahren wir mal runter. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich wollte eigentlich den Super Cesso gerade fahren, aber es sieht alles so verwachsen aus und da sind auch kaum Bikespuren, dass ich davon ausgehe, dass dieser Trail nicht mehr genutzt wird. Dann bleibe ich lieber auch hier auf irgendwelchen Sachen, wo auch wirklich fahrbar sind, so wie der Mr. Who, der ja auch mega Spaß macht. Oh, und dann fahre ich lieber die Trails, die auch noch was aussehen. Und dann sollte man da auch lieber keine Zeit investieren, bis alles nachzuprüfen, was eigentlich überhaupt fahrbar ist und was nicht. Und sondern lieber das fahren, was auch irre Spaß macht. Und das sind die Trails hier. Jihau. Jetzt fahre ich ein Stück weiter geradeaus und gucke mir nochmal den Flow an. Fahr dann hoch, fahr dann den Cesso Old School. Eigentlich hier müsste der irgendwo jetzt laufen, aber ich sehe hier nichts, dass da was wäre. Also fahren wir einfach Cesso Old School, sondern den Cesso Old School. So, ich fahre jetzt hier nochmal den Parchetto, glaube ich heißt er. Der ist nicht in Trail Forks eingezeichnet, ist aber hier ausgeschildert. Und guck mal, wo der mich dann hinführt. Alter, da sind Sprünge drin, Mann. Das ist ja gar nicht stabil. Wo geht's hier jetzt lang? Da ging es links und rechts. Links mache ich theoretisch nichts falsch. Bleiben wir mal links. So, jetzt fahre ich den Jeff. Dann den Felix, dann nochmal den Lucifer, dann den Porky und dann will ich nochmal auf den Scorpion kommen.
Ich habe unter 40% Akku. Das müsste eigentlich reichen, um da locker noch mal hochzufahren. Wäre ich auch cool. Wenn man die Trails noch ein bisschen besser kennt, dann kann man sicherlich noch mehr abgehen. Felix, also ich sag mal so, da wo solche Schilder stehen hier, solche neueren Schilder, davon kann auch ausgehen, dass diese Trails öfter befahren werden. Bei manchen sollte man immer einen Blick drauf werfen, wie sieht die Vegetation am Anfang aus, sind da Spuren vorhanden. Bei manchen Trails, die auf Trail Forks draufstehen, sind nicht unbedingt vorhanden. Hier rechts zum Beispiel würde ich lieber nicht lang fahren, weil wer weiß, wo das endet. Das kann früher mal ein Trail gewesen sein, aber jetzt muss es nichts mehr sein. Das kann da hinten abrupt enden, irgendwo in der Pampa. Aber das hier, das bockt. Felix ist geil. Ich bin hier auf dem Luzifer, oberes Stück, und dann kommt das untere Stück. Schauen wir mal. Also hier oben sieht es gut aus, unten habe ich vorher gesehen, der Einstieg war ja, bescheiden. Aber egal, das ist ein Trail, der ist wow, jetzt nur 100 Höhenmeter lang. Ja. Ja. Ich würde aber ganz woanders hin jetzt hier. Wo führt der jetzt hier hin? Nicht der Plan, lang zu fahren. Egal, macht nichts, fahren wir wieder ein Stückchen hoch. So, auch wenn es wieder bedeutet, dass ich mir neue Wunden an den Schienbeinen einfange, wegen irgendwelcher Dornenbüsche, egal. Ich fahre den Trail jetzt mal. Der ist echt nicht oft befahren, aber er sieht noch gut in Schuss aus. Ja, hier unten schon nicht mehr so. Okay. Aber jetzt geht's wieder ein bisschen. Okay. Es ging. War nichts Besonderes. Lohnt sich nicht unbedingt. Jetzt will ich nochmal Porkies fahren und Porkies und Dings, wie heißt der? Skorpion. So, nochmal auf Stargate. Das ist jetzt der Porky. Leider keine Ausschilderung hier. Der ist echt lustig, der Trail. Das ist echt cool. Der macht richtig Spaß, der Porky. Obenrum ist der Hammer geil.
jetzt kommt der letzte Run auf dem Skorpion. Mal gucken, was das für ein Trail ist. Los geht's. Das sieht gut aus. Oh Mann, wo geht's denn jetzt lang? Scheiße, egal. Hätte man auch gerade ausfahren können. Bisschen verwirrend. Boah, der ist gut. Der ist nicht schlecht. Oh, ich mag es aber gar nicht, wenn das so knallt gegen meinen Rahmen. Der hat es in sich. Das muss man sagen. Ja. Da lege ich mich drauf auf die Fresse. Da mache ich echt durch den Skorpion. Schon wesentlich besser. Ja, yeah, das war's. Das war der Skorpion. Jetzt geht's zum Meer. Oh, sieht dunkel aus. Aber jetzt geht's zum Meer. Nach Hause essen. Ciao.